Hallihallo, hier ist Anja Feuerblume, die Wildkräuterfee. Ich sitze heute auf einer wunderschönen, gelb gesprenkelten Wiese und es ist, als wären lauter kleine Sonnen auf die Erde gefallen. Richtig, es geht heute um den Löwenzahn. Diese tolle Wiese möchte ich euch jetzt mal gern zeigen. Da freut man sich doch einfach, wenn man sowas sieht. Wunderschön. Er wächst als Blattrosette. Die Blätter können ganz unterschiedlich sein, entweder ganz glatt an den Rändern oder sehr stark gezähnt. Der Löwenzahn hat eine Pfahlwurzel, die bis zu 1 Meter tief in den Boden hinabreichen kann. Und die Stängel sind bis zu 20 cm lang und innen hohl und mit diesem weißen Milchsaft gefüllt. Entgegen dem Glauben ist dieser Milchsaft nicht giftig. Selbst Maria von Treben hat damals schon empfohlen, 5 bis 10 dieser Stängel täglich zu kauen, um seinen Organismus zu reinigen. Und dann ist da natürlich diese wunderschön gelbe Blüte, die sehr an eine Sonne erinnert. Der Löwenzahn blüht von März bis April und vereinzelt auch noch bis in den Herbst hinein. Danach wird er zur Pusteblume. Dann sieht man die kleinen Samen, die wie Fallschirme sind und zu einer luftigen Kugel angeordnet sind. Verwendet werden die jungen Blätter und die Blüte, vereinzelt auch die Stängel und in der Volksheilkunde auch die Wurzel. Der Löwenzahn enthält 5-mal so viel Eiweiß, 8-mal mehr Vitamin C und doppelt so viel Kalium, Magnesium und Phosphor wie Kopfsalat und natürlich auch noch wesentlich mehr Chlorophyll. Der Löwenzahn ist ein ausgezeichneter Bitterstoffträger. Sein Geschmack ist chicoreartig und je größer die Blätter werden, desto bitterer wird er. Die Blüten dagegen sind wunderbar süß und honigartig, denn sie enthalten sehr viele Pollen und Nektar. Deswegen ist der Löwenzahn auch eins der besten Bienenkräuter. Für Menschen ist er eine sehr vitaminreiche, kraftspendende und überaus köstliche Nahrung. Schon immer ist der Löwenzahn eine wichtige und viel verwendete Heilpflanze, denn er wirkt sehr entschlackend und entwässernd. Deswegen sollte man ihn möglichst nicht zu spät abends konsumieren. Er wirkt entzündungshemmend, blutreinigend und entgiftend. Er regt den gesamten Stoffwechsel an und fördert die Verdauung. Der Löwenzahn reinigt und stärkt die Leber. Er reinigt den gesamten Organismus. Aus verschiedenen Quellen habe ich auch gehört, dass er die Augen heilen kann. Menschen haben berichtet, dass sie dann besser, klarer und farbenreicher sehen konnten. Und es gibt sogar Beispiele, wo der Löwenzahn Augenstarr geheilt hat. Deswegen wird er manchmal auch Lichtblume oder Augenblume genannt. Der Löwenzahn regt die Nieren- und Darmfunktion an und sein milchiger Stängelsaft wird bei Warzen und Hühneraugen verwendet. Er ist ein Stärkungsmittel bei allgemeiner Schwäche und Müdigkeit, denn er stärkt super unsere Lebendigkeit und Beweglichkeit. Man erkennt in dem Löwenzahn sehr stark die Verbundenheit mit der Sonne durch diese strahlend goldenen Blüten. Der Löwenzahn ist ein Korbblütler und die Blüte ähnelt einer Sonne mit ihren Lichtstrahlen. Er reagiert auch auf die Anwesenheit und Abwesenheit von Licht, denn die Blüten öffnen oder schließen sich mit dem Licht. Allgemein ist der Löwenzahn ein Ausdruck für Freude, Kraft und Sonnenschein. Sonnenpflanzen durchwärmen uns, erhellen, erfrischen und machen uns wach und stärken unser Bewusstsein. Sie vermehren unsere Lebenskraft und unsere Freude. Und dann gibt es nach dem alten Volksglauben den Glauben, dass der Löwenzahn Wünsche erfüllen kann. Der Löwenzahn-Wunschzauber. Wenn er dann zur Pusteblume geworden ist, nimmt man eine Pusteblume und bespricht sie mit seinen Wünschen. Und dann lässt man die kleinen Fallschirme mit den Wünschen beladen hinaus in die weite Welt fliegen und hofft, dass sie irgendwo erhört werden mögen. Wunderschön. Er ist allgemein ein Heilmittel für unser Herzen, unsere Seele und ein super Mittel für
Schönheit. Okay, das war's, was ich euch über den Löwenzahn erzählen wollte. Ich lade euch auch sehr herzlich ein, mein Video zu schauen, was man mit diesen tollen Löwenzahnblättern und Blüten alles Köstliches zaubern kann. Ich freue mich schon. Tschüssi und bis jetzt, sagt dir Anja Feuerblume, die Wildkräuterfee.